Hallo euch allen, das sind wir dabei Madden NFL 20. Wir sind im nächsten Solo-Battle unterwegs. Wir spielen hier zu Hause gegen die Kansas City Chiefs. Der Kickoff ist erfolgt. Taven Austin mit dem Return. Kommt bis an die 34-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Dallas Cowboys. Angeführt von unserem Quarterback, angeführt von Dak Prescott. So, dann schauen wir doch mal. Erster und 10 an der 34. Wir laufen erst einmal, natürlich im Solo-Battle. Laufspiel über Zeke Elliott über die Mitte. Da war die Lücke relativ schnell wieder zu. 2 Yards Raumgewinn nur. Bedeuten einen zweiten Versuch und 8. Wir bleiben beim Lauf. Von links kommt ein Blitz. Keiner blockt hier den Middle Linebacker der Chiefs. Und schon haben wir ein Riesenproblem. Das ist ein 3. und 8. Gehen wir den Cowboy Deep Post. Wir achten auf Cooper im Slot. Elliott ist meine Sicherung. Auch Cobb ist eventuell noch eine Option. Der Ball geht aber auf Jason Witten. Riesencatch vom Tight End. Der war nicht gut geworfen von Prescott. Erster und 10 an der 46 Yard Linie. Die Cowboys bleiben mit der Offense auf dem Feld. Laufspiel Elliott durch die Mitte. Da haben wir echt noch Schwierigkeiten, hier unser Laufspiel irgendwie zu etablieren. Die Chiefs sind da sehr, sehr aggressiv. 2. und 6. Cowboys bleiben dabei. Ich möchte das irgendwo etabliert wissen. 1 Yard Raumgewinn nur. Und wieder ist es ein 3. Versuch. Ein 3. und 5. Shark Halfback Wheel. Witten attackiert die Mitte. Wir achten Cooper auf einer In-Route. Gallup auf der Außen. Eventuell auch noch eine Option. Da ist der Pass auf Amari Cooper. Und das ist ein neues First Down an der 42-Yard-Linie von Kansas City. Solange wir die Offense rund um, ja, ich weiß nicht, ob es im Solo-Battle Patrick Mahomes ist, aber die Offense der Kansas City Chiefs, die möchte ich halt nicht gerne auf dem Feld sehen. So, wir schicken Jarwin in Motion. Elliott mit dem Lauf. Kommt bis an die 37-Yard-Linie von Kansas City. Das war gar nicht mal verkehrt. So, Texas. Wir attackieren die Mitte mit Witten und mit Olawale. Ich achte links außen auch auf Amari Cooper. Da ist der Ball auf Witten und das ist ein neues First Down an der 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Bis jetzt mit sehr, sehr gutem Passspiel. Elliott läuft über die linke Seite. Da hat er mal eine Lücke gehabt und schon sind wir an der 16-Yard-Linie der Kansas City Chiefs. So schaffen wir noch ein Play hier im ersten Quarter. Gerade eben noch und Elliott hat das First Down. Und mehr. An der 9-Yard-Linie erst. Schaffen es die Chiefs, ihn zu Boden zu bringen. Das heißt, wir sind jetzt kurz vor der Endzone. So, First and Goal von der 9. Elliott ist unterwegs. Kommt bis an die 3-Yard-Linie von Kansas City heran. Second and Goal. Wir gehen per Audible in einen Pass. Slants. Cooper von links, Kopp von rechts. Schauen wir mal, was die Chiefs hier spielen. Unglaublich schneller Blitz. Keine Chance hier für die Cowboys, irgendetwas zu machen. So, wir laufen. Halfback Power aus. Geht über die rechte Seite mit Zeke Elliott. Oh, da kommt Elliott nicht in den Spin-Move hinein. Das ist so ärgerlich. Jetzt haben wir einen 4. Versuch und Goal von der 3-Yard-Linie. Und müssen unsere Field-Goal-Unit aufs Feld bringen. Jetzt sind wir schon beim 2-Minute-Warning. Also, die letzten 2 Minuten. Der ersten Halbzeit brechen an und uns bleibt leider nur ein Field Goal Try. Eines an sich sehr schönen Drives. So, der ist gut. 3-0 für die Cowboys. 1 Minute 57 noch zu spielen. Jetzt kommt der Kickoff.
So, der wird aufgenommen, knapp hinter der Goal-Line. Wir werden uns auf jeden Fall einen Return sehen. Was für ein Mörder-Hit. Jeff Heat, unser Safety. So, da kommt der Quarterback. Und das ist überraschenderweise für ein Solo-Battle Baker Mayfield. Der ist einem momentan jedoch sehr, sehr stark geläufig in den ganzen Solo-Battles. Momentan der Quarterback scheinbar Nummer 1, der hier eingesetzt wird. So, erster und 10 an der 29. Wir gehen in eine Cover-2-Man. Pass-Defense hinein. Erster und 10. Incomplete Pass von Mayfield. Zweiter Versuch und 10. Baker Mayfield läuft selbst. Slidet ab, bevor der Kontakt kommen kann. Incomplete Pass. Bei Pässen ist Mayfield jetzt 0 von 2. Das kann natürlich nicht der Anspruch dieser Defense sein. Wir gehen in eine Cover-2-Man-Defense. Zweiter und 10 an der 46-Yard-Linie ist der Ball. Das ist ein Screen. Und der ist gut, weil hier viele, viele Miss-Tackles waren. Und schon sind die Chiefs an der 37-Yard-Linie. Keine gute Defense-Leistung meiner Cowboys bis da. Mein Gott, das ist der wendigste Running Back aller Zeiten. Christian McCaffrey von den Carolina Panthers. Der schneuzt hier durch die komplette D-Line der Cowboys. Unaufhaltsam. Erster und 10 jetzt an der 22. Und wieder läuft Mahomes selbst und wieder slidet er ab. Ich komme gar nicht dazu, den hart zu tackeln. Der geht dem Kontakt komplett aus dem Weg. Zweiter und 6. Das war eben jetzt die erste Auszeit der Chiefs. Ja. Wieder einmal den falschen Spieler gehabt. Also ich möchte ihn doch einfach nur longen. Ich möchte auf die Marcus Lawrence bleiben. Interessiert hier keinen. Hier wird gewechselt. So hatten wir eben Leighton Van Der Esch und genau da kam dann auch dummerweise der Ball hin. First and Goal an der 1. Touchdown Kansas City. Wie erwartet, die Offense der Chiefs unaufhaltsam stark. PET ist auch gut. 7:3 führt Kansas City. Die machen es besser als wir. Brauchen dafür nur 1 Minute und 15 Sekunden, um über das ganze Feld zu marschieren. Da hat sich unsere Defense nicht mit Ruhm bekleckert. An der 5-Yard-Linie nimmt Taven Austin den Ball auf. Der Return endet an der 31-Yard-Linie. Erster und 10 für die Cowboys. Jetzt hier gewaltig unter Druck sind, die natürlich auch wissen, dass sie die zweite Hälfte mit dem Kickoff eröffnen müssen. Wir hatten Kindi Mitte mit Witten und mit Jarwin. Wir achten auf Schulz. Tja, wir achten auf Schulz. Erster und 10 an der 19-Yard-Linie. Für Kansas City. Wir verlieren das Spiel schon in der ersten Halbzeit in den letzten 2 Minuten. Das gibt es ja gar nicht. Ja, weißt du, meine Bälle werden in so einem Fall immer intercepted. Hier ist es ein vollständiger Pass an die 1-Yard-Linie. Da wirst du verrückt, wenn du so etwas siehst. First and Goal. Schön gestoppt. Timeout genommen von Kansas City. Wir gehen in eine Cover 3 Match Defense hinein. Mayfield unter Druck und wird gesackt von DeMarcus Lawrence. Und jetzt hat Kansas City keine Auszeit mehr, denn die erste Hälfte ist vorbei. Es bleibt bei 7:3
Da haben wir großes Glück gehabt, dass die Chiefs hier wirklich ein beschissenes Clock-Management hingelegt haben. So, wie angekündigt, müssen wir die zweite Hälfte mit dem Kickoff eröffnen. Der Ball geht bis knapp hinter die Goal-Line, wird jetzt aufgenommen und retourniert von Kansas City. Der Return endet an der 27. Erster und 10. Wir gehen in eine Cover-2-Defense hinein. Erster und 10 an der 27. Wieder läuft Baker Mayfield selbst. Und wieder slidet er ab. Lusche. Was für ein... Naja, man kann ihn ja verstehen. Ich würde es nicht anders machen. Mit Prescott spiele ich ja genauso. Wenn da ein Safety, ein Cornerback oder gar ein Linebacker auf ihn zukommt, slide ich ab. Trotzdem nervt es mich gerade. Incomplete Pass. Gut gespielt. Zweiter Versuch und 10. Also Baker Mayfield ist nicht gut, wenn er passen muss. Gut ist er, wenn er läuft. Zweiter und 10 an der 45. Vollständiger Pass, noch kein First Down. Wir zwingen die Chiefs in einen dritten und 2 hinein. Aber jetzt müssen wir sie natürlich auch irgendwie gestoppt kriegen. Cover one hole, dritter und 2. Oh, ist das ein wichtiger Versuch. Mayfield unter Druck, das ist dem wurscht egal. Der bringt das Ding an. Fünf Cowboys schaffen es nicht, einen Spieler der Chiefs zu tackeln. Mein Gott, was haben die hier für eine Mannschaft? George Kittle. Christian McCaffrey. Baker Mayfield. Also, das ist momentan ein Oh Gott. Die... Ja, oh mein, das schaut euch das an. Das ist Baker Mayfield, das ist ein Running Back. Ist es nicht, es ist ein Quarterback, aber das ist wurscht egal. Der läuft hier. Ach Gott, was willst du denn da machen? Laufspiel gestoppt. Wenn die Chiefs hier einen Touchdown erzielen, lege ich mich fest, ist das Spiel vorbei. Second and goal. Eine Minute noch zu spielen im dritten Quarter. Die Marcus Lawrence passt da auf. Third and goal von der 7. Wir gehen in eine Cover 3 Cloud hinein, um die Außen abzudecken. Baker Mayfield läuft und wird gehittet. Das ist kein Touchdown für Kansas City. An der 5-Yard-Linie schaffen es die Cowboys, die Chiefs aufzuhalten. Ja, oder auch nicht, dann da faken die Kansas City Chiefs. Also das ist dreist. ...14:3, so, das war das letzte Mal, dass ich versuche, hier ein Field Goal zu blocken. Das mache ich nie wieder. Weil ich komme ja eh nicht durch. Dann kann ich auch auf Prevent immer gehen. An der 6-Yard-Linie, Taven Austin. Kommt bis an die 30, 11 Sekunden noch zu spielen im dritten Quartal. Wir liegen mit 11 Punkten hinten. Der Drops, der ist gelutscht. Wir sind nicht in der Lage, die Offense der Chiefs zu stoppen. Also, wir versuchen es jetzt mit Verzweiflungspässen. Der wird direkt, gleich der erste wird intercepted. So, tja, was machen wir jetzt noch? Cover one hole.
Wir bräuchten jetzt ein Turnover, aber wir sind Beginn des vierten Quarters. Wir haben keine Chance gegen die Kansas City Chiefs. Die sind uns einfach in allen Belangen komplett überlegen. 2006. Ich fange jetzt auch gleich nicht an, hier mit Auszeiten rumzuballern, weil Chiefs lassen die Uhr schon runterlaufen. Schaut euch das an. Baker Mayfield, der dreht sich wie ein Running Back dadurch. Und meine Cowboys sind nicht in der Lage, da was gegen zu tun. Wir sind beim Two-Minute-Warning. So, Cover One, Rubber Press. 3 Yards brauchen die Chiefs noch für ein neues First Down. Das wäre dann die endgültige Entscheidung, wenn ihnen das gelingt. Und das dürfte gereicht haben. Ball an der 49-Yard-Linie. Erster Versuch und 10, Kansas City, Christian McCaffrey. Erster und 10 an der 49-Yard-Linie. Wirklich, also erschreckend, wie schlecht meine Defense hier aufgetreten ist. Nick Chubb, meine Güte, wen haben die denn alles in ihrem Team? Erster und 10 an der 36-Yard-Linie. Ja, da habe ich halt einfach noch nicht die Tiefe im Kader, um da etwas gegen zu tun. Van der Esch mit dem Tackle, 2. und 8. Ball an der 33-Yard-Linie. Ich kam auch nicht in einen Hitstick vernünftig rein. 3. und 9 und das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein. Das Play werden die Chiefs wohl nicht mehr machen. Eine deutliche Niederlage. Da sind mir echt die Grenzen aufgesteckt worden. 14:3 verlieren die Cowboys zu Hause gegen die Chiefs. Die beschissene Solo-Battle-Woche geht weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.